Hallo und herzlich willkommen bei Picon TV. Hier ist wieder euer Timmy und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure in den Picon Planner importierten Grundrisse richtig skaliert. Ihr könnt mit dem Picon Planner verschiedene Arten von Grundrissen verarbeiten, zum Beispiel DWG oder DXF-Dateien von Architekten. Ihr könnt PDF-Grundrisse importieren, dazu habe ich übrigens ein separates Video hier oben verlinkt. Oder ihr könnt auf Bilddateien planen, die ihr aus dem Internet habt oder von eurem Handy heruntergeladen habt. Das Szenario ist dabei immer wieder dasselbe. Ihr startet eine neue Planung und habt zunächst nichts als leere Fläche. Wenn ich jetzt einen Grundriss in den Picon Planner importiere, dann sehe ich, es stimmt alles in sich, aber ich habe überhaupt keine Anhaltspunkte, wie groß der Grundriss denn insgesamt ist. Und für viele geht es an dieser Stelle sofort los. Sie gehen in die Raumelemente und fangen an, Wände, Türen und Fenster zu planen. Aber jetzt stellt euch einmal vor, ihr habt den ganzen Grundriss nachgeplant und stellt dann beim Einfügen der ersten Möbel fest, dass der Grundriss zu groß oder zu klein ist. Diesen Super-GAU könnt ihr vermeiden, wenn ihr nach dem Importieren als allererstes Mal zum Maßband greift. Mit dem Maßband könnt ihr eine beliebige Strecke messen und schauen, ob sie auch wirklich so lang ist, wie sie sein soll. Wir machen das mal. Hier unten habe ich eine Maßangabe von 1,10 Meter und jetzt messe ich die mit dem Maßband und sehe, die ist in Wirklichkeit in der Planungsfläche jetzt nur 80 cm groß. Wenn ich hier anfangen würde, Wände und Raumelemente zu planen, dann würde es später bald ein böses Erwachen geben. Jetzt muss ich also den Grundriss in die richtige Skalierung bringen. Bevor ich das aber machen kann, wähle ich einfach mal mit STRG A alles aus und sehe, dieser Grundriss besteht aktuell noch aus vielen einzelnen Linien, die ich zwar auch einzeln skalieren kann, aber ich möchte ja den gesamten Grundriss am Stück skalieren und deswegen bilde ich aus dem Grundriss eine Gruppe. Das kann ich hier im Bearbeiten-Reiter ganz oben einmal machen. Das hat auch den Vorteil, dass ich später im Planungsprozess noch an jeder Stelle den Grundriss selektieren kann und ihn später ein- und ausblenden kann, auch wenn ich schon Möbel auf den Grundriss geplant habe. Diesen Schritt solltet ihr also immer vor Beginn einer Planung ausführen. Das vereinfacht die ganze Sache. Jetzt bin ich bereit, den Grundriss zu skalieren und ich gehe in die Werkzeuge, wähle mir das entsprechende Werkzeug aus und suche mir wieder eine Strecke, die ich jetzt skalieren möchte. Wir gehen wieder zu unseren 1,10 Meter und ich lege mir als erstes einen Startpunkt fest und als nächstes einen Endpunkt für eine Strecke, die uns jetzt als Referenzmaß gelten soll, diese 80 cm. Wenn ich nun die Maus bewege, dann sehe ich, ich kann auf dieser gelben Linie, die übrigens die parallele Achse ist, also die in X- und Y-Richtung gleichzeitig skaliert, hier den Grundriss größer oder kleiner machen. Wenn ich diese Linie verlasse, sehe ich, es wird nur in X-Richtung gestreckt oder gestaucht. Die gelbe Linie, die parallele Achse, die kann gesperrt werden, wenn ich mir einmal einen Klick auf die Umschalt- oder Großschreibetaste erlaube und dann kann ich die nicht mehr verlassen, egal wie ich meine Maus bewege. Ich kann also nun per Tastatur den genauen Wert von 1,10 Meter eingeben und der Grundriss wird passend skaliert. Das Ganze überprüfe ich jetzt noch einmal mit dem Maßband und sehe, okay, das ist jetzt wirklich genau 1,10 Meter, so soll es sein. Der Grundriss hat den richtigen Maßstab. Zum Abschluss möchte ich euch das Verfahren noch einmal an Bildern zeigen. Das ist vom Prinzip her genau dasselbe. Ich füge mir ein Bild in die Planungsfläche ein und sehe, durch den Rahmen von dem Bild habe ich es noch schwerer, die richtige Skalierung hier auszuwählen. Ich füge also das Bild ein und sehe, hier sind jetzt nicht mal mehr Maße in dem Grundriss eingegeben. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich mache das dann meistens so, ich suche mir eine Tür und sage, okay, diese Tür ist circa 1 Meter breit. Und da wir sowieso keine Fanglinien haben, wie bei DWG oder DXF-Dateien, kann ich sowieso nicht auf den
Millimeter genau arbeiten. Und deswegen gehe ich wieder in das Skalierungswerkzeug und lege mir auf dem Bild hier eine Strecke fest mit dem ersten und dem zweiten Klick. Das sind aktuell 78 cm und die skaliere ich jetzt einfach auf circa einen Meter nach oben. Und jetzt kann ich mir sicher sein, der Grundriss hat die richtige Skalierung. Ich kann also jetzt beginnen, Wände, Türen, Fenster und alle Möbel einzuplanen und muss keine Angst mehr haben, dass es dann bald ein böses Erwachen geben wird. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann lasst gern einen Kommentar da. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.